Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu einem neuen Part Pokémon, die weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Hier sind wir auf Route 5, wenn mich nicht alles täuscht. Vor der Marea-Zugbrücke. Ja, die haben wir im letzten Part öffnen lassen von der Arena-Leiterin in der letzten City. Heute geht's weiter in die nächste City. Über diese Brücke. Auf geht's! Was? Auf einmal ist es Sommer. So, hier haben wir gleich den ersten Passanten. Was hat der zu sagen? Gelegentlich zeichnet sich oberhalb der Brücke der Schatten eines Vogel-Pokémon ab. Seine Federn gleiten anschließend sacht zu Boden. Und wenn man versucht, eine solche Feder aufzuheben, kann es mitunter vorkommen, dass man mit einem Vogel-Pokémon zusammenstößt. Naja, dieses Vogel-Pokémon würde ich mir gerne in diesem Part fangen. Insofern wir auf S treffen. Und wenn wir durch Zufall auf S treffen, dann werde ich es mir auf jeden Fall fangen. Ich höre schon Flügelschläge. Bitte lass mich auf das Flügel-Pokémon treffen. Komm! Komm schon, Vogel-Pokémon. Die Zugbrücke wird hochgezogen, um Schiffen die Durchfahrt zu ermöglichen. Und anschließend wird sie wieder herabgelassen. Der Türner, den hiesigen Schiffsverkehr kontrolliert, obliegt es auch ihm, über das Heben und Senken der Zugbrücke zu befinden. Okay. Alles klar. Oh, ein Pünktchen. Zweigi hat Esprit-Feder gefunden. Zweigi verstaut das Esprit-Feder in der Medizintasche. Kein Pokémon. Schade. Nur eine Feder. Kein Vogel, nur seine Feder. Heilfeder. Okay. Das verliert hier wohl ständig Federn. Ja, nice. Ein Pikulente, genau das war's. Genau das Pokémon ist das, was ich suche. Ich will dich. Ich brauche dich in meinem Team. Komm her. Nitro-Ladung. Ist vielleicht der falsche Weg. Ist vielleicht dein Tod, aber. Egal. Was? Er hat's ausgehalten. Sie hat's ausgehalten. Das ist eine Sie. Umso mehr will ich sie haben, wenn sie das jetzt auch noch aushält. Na dann. Geil! Ich brauche dieses Vogel-Pokémon. Es wird so OP, wenn es dann mal Level 60 oder 70 ist. Naja, Level 60 oder 70 wird es nicht kommen. Aber Level 40 zumindest. So, wo sind meine Bälle? Flotzball, Hyperball, Heilball, Netzball, Timerball, Pokéball. Nistball wäre gut, aber das habe ich nicht. Nehmen wir den Heilball. Heilball. Zack, der lädt sich auf jeden Fall wieder auf. Und eins, zwei, drei. Zack, hervorragend. So, welchen Namen geben wir ihr jetzt? Ich bin sehr schlecht im Namen vergeben. Okay. Du siehst mir aus wie eine Lisa, deshalb gebe ich dir jetzt diesen sehr gewöhnlichen Namen. Ja, wie gesagt, ich bin eine schlechte Namensgebung, aber... Oh, ein kleiner Junge. Was ist mit dem los? Für mich steht Marea City für den verliebten Mann und Tiefkühltrainer. Okay. Nice. So, dann sind wir hier in Marea City angekommen.
Brücken sind schon eine tolle Sache. Überleg doch nur mal. Durch eine Brücke lassen sich zwei sonst voneinander getrennte Orte miteinander verbinden. So gesehen haben sie fast schon symbolischen Charakter. Dasselbe hast du bestimmt schon einmal von dem Typen Route 5 gehört. Jo, hab ich. Maria Zugbrücke. Okay. Okay. Willkommen in Maria City, sagte das Schild und verschwand. Nö, es stand immer noch dort. Oh, Scheren. Guten Tag, lange nicht mehr gesehen. Ihr seid also die Trainer, von denen Kammler gesprochen hat. Ich bin Turner, der Arenaleiter dieser Stadt. Einen herzlichen Empfang dürft ihr von mir aber nicht erwarten. Das Herunterlassen dieser Brücke ist schuld daran, dass diese Kerle von Team Plasma entkommen und jetzt in der Stadt auf freiem Fuß sind. Es ist aber ärgerlich. Wir sind natürlich sehr dankbar, dass ihr die Brücke für uns heruntergelassen habt, aber deswegen trifft uns doch wegen der Flucht keine Schuld. Ist ja auch egal. Fakt ist, dass ihr jetzt hier seid und dass die Halunken von Team Plasma auch hier sind. Und ins Stadtinnere abgehauen sind. Auch wenn das jetzt hart rüberkommt, aber ich verlange von euch, dass ihr diese Kerle für mich auswendig macht. Ihr seid schließlich fähige Trainer, oder? Ach ja, wenn ihr die Kerle von Team Plasma findet, trete ich dafür auch in meiner Arena gegen euch an. Toll, was? So ist das Ganze ein Geben und Nehmen. Einverstanden. Ich war ohnehin auf der Suche nach dem Plasma. Und wenn ich bei dieser Aktion ein paar von ihnen besiegen kann, werde ich dabei auch noch stärker. Zwei Fliegen mit einer Klappe also. Nun, Zwergi, ich gehe dann schon mal vor. Okay. Hat ein bisschen eine Stimme gekratzt. Ein Mitglied von Team Plasma hat mich zu einem Kampf gezwungen. Das Resultat, er hat gewonnen und mir alle meine Pokémon weggenommen. Ha, Schande über dich. Du siehst auch aus wie so ein Plasma-Rüpel. Um genau zu sein, Galaktik. Doch, wie Galaktik siehst du aus. Team Galaktik. Tja, auf jeden Fall bist du genauso schwach wie er. Tja, wer sich mit dem Plasma-Rüpel anlegt und verliert. Das ist schon ein bisschen schlecht. Okay. Das ist dann schon ein bisschen dämlich. Soll ich Ben diese Attacke beibringen? Ja. Ben versucht, Feuersäulen zu erlernen. Aber Ben kann nur maximal 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke durch Feuersäulen ersetzt werden? Wie wär's denn mit Nitro-Ladung? War zwar eine gute Attacke, aber Feuersäulen klingt besser. 1, 2 und schwupp, Nitro-Ladung vergessen und er lernt Feuersäulen. Ich find's besser. Mit der Lady haben wir jetzt nicht gesprochen, aber war gut. Wir müssen jetzt nicht mit jedem sprechen. Okay. Und du so, du arbeitest auch in einem Tiefkühlcontainer. Danke für die sehr gute Information. Tiefkühlcontainer. Was, der kämpft nicht gegen mich? Zum Tiefkühlcontainer gelangt man durch die Lücke zwischen dem Zaun und diesem Container hier. Danke, wusste ich noch nicht, habe ich nicht gesehen. Bin ja blind. Was ist ein Getränkeautomat? Was möchtest du trinken? Tafelwasser, Sprudel und Limonade. Ich hätte gerne Fanta. Wäre das in Ordnung? Limonade trifft's auch. Ich nehme eine Limonade. Ist bestimmt irgend so ein Fanta-Ersatz. So ein Orangen-Limo-Zeugs. So, und du? Nicht kämpfen, aber mich aufhalten, bis Scheren kommt. Zwecki, meinst du wirklich, dass diese Typen von diesem Plasma da drin sind? Ja, meine ich. Kate ist ja echt nicht mein Ding, aber es hilft wohl nichts. Wir müssen die Sache auf den Grund gehen. Nervig. Du bist nervig hier. Lass mich in Frieden. Lass mich dort reingehen.
Und du, Turner, hat euch dazu verdonnert, nach dem Plasma zu suchen, weil er Vertrauen in eure Fähigkeiten hat. Glaube ich nicht. Ja, wir sind für ihn, glaube ich, entbehrlich. Das ist das passende Wort. Mich beschäftigt irgendwie immer noch, was der Champ gesagt hat. Gibt es für Trainer etwas Wichtigeres, als stark zu sein? Ach, ich kann darüber nachdenken, so viel wie ich will. Ich verstehe es einfach nicht. Das nervt, aber wir sollten uns echt mal drinnen umsehen. Jo, bin schon dabei. Und die kämpfen jetzt gegen uns. Hui! Der hat nicht, der hat mich nicht gesehen, aber der bestimmt. Wenn ich hier falsch bin, ist das richtig scheiße. Ich kämpfe hier gegen Leute, ohne dass ich richtig bin. Bisher habe ich noch gegen keinen gekämpft. Au, gegen den muss ich kämpfen. Jo. Einer muss sein. In den Tiefkörpertrainern gibt es niemanden, der so gut mit Eis-Pokémon umgehen kann wie ich. Na dann, her mit deinen Eis-Pokémon. Will sie sehen. Eine Herausforderung von Arbeiter Kuno. Zwei Pokémon hat er. Jetzt bräuchte ich mal mein Feuer-Pokémon. Wo ich es gerade weggesteckt habe. Hervorragend. Naja, vielleicht schafft es Max ja auch. Irgendwie. Ich weiß, er ist sehr verletzlich, aber bis vielleicht beißt er einmal in das Eis rein. Ist schon halb zerkaut. Ist schon halb weg. Schon fast aufgegessen. Heiß draußen. Ist gut mal bei 27 Grad Außentemperatur mal in so einem Eiscontainer mal zu spielen. Das gibt dann auch ein bisschen Abkühlung im Hirn. Ist wirklich so. Wenn du ein Wüstenspiel bei Hitze spielst, dann ist das wirklich so, dass du da manchmal durchaus anfangen kannst zu schwitzen, weil dein Hirn dir halt auch vermittelt, du bist in einer Wüstenregion, also in gewisser Weise habe ich mir sagen lassen. Bringt der Körper ein paar Reize an den Körper. Der Körper ein paar Reize an den Körper, genau richtig, Zwergi. Bringt das Hirn ein paar Reize an den Körper, die sagen, schwitze, dir ist heiß im Umfeld und du bist in einer heißen Gegend. Du bist nicht in einem kühlen Zimmer, sondern in einem Kampf und gerade mit deinem Max verkackt. So, Lisa, du darfst auch mal kämpfen. Wird Zeit für dich. Oh, die hat auch ganz feine Attacken. Wer ist denn mit Arioas? Jo. Das war's für ihn. Na, wenn der Beste war, dann brauche ich von den anderen Trainern keine Angst zu haben. Eisheiler gefunden. Okay, das könnte ich hier durchaus nochmal gebrauchen. Das ist auf jeden Fall ein nützliches Item hier für diesen Ort. Und ist jetzt hier entlang? Nein, das Item hole ich mir nicht. Das wäre der reinste Wahnsinn. So, hier geht's rein. Ja, da geht's rein. Und wieso sonst dort die Scheren auch kommen? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Was meinst du, ist da drin jemand? Nein, lass niemals drin. Dann wollen wir mal. Wieso sollte denn da jemand drin sein? Sag ich doch, niemals drin. Niemals zu Hause. Ja, da. Schaut euch näher um. Ich ertrage diese Kälte nicht mehr. Sieh an, sieh an. Ihr hattet also tatsächlich hier drin versteckt. Wenn euch übrigens wirklich so kalt ist, kann ich euch dann nach draußen führen, auch wenn ihr keine Lust dazu habe. Wenn ich dazu keine Lust habe. Die Pokémon-Freunde unseres Königs befinden sich hier in unserem Gewahrsam. Wir dürfen auf keinen Fall riskieren, dass sie verletzt werden.
Also los, dem Plasma, vertreibt die Eindringlinge. Dein Wunsch ist uns Befehl, großer Weiser, ihr da, ihr Rotznasen. Ihr werdet gegen uns kämpfen müssen. Oh, Weisen, das viele. Das habe ich gar nicht gesehen. Wir wirken jetzt auf einmal viel mehr. Zwergi, ich würde sagen, wir machen halbe-halbe. Jeder von uns übernimmt eine Hälfte von denen. Okay. Du vermutlich die Hälfte hier. 1, 2, 3, 4. Und ich die hier. 1, 2, 3, 4. Okay, ich fange mal von ganz außen an. Fangen wir mit dem hier an. Los geht's. Ich gehöre durchaus zu den Stärksten in Team Plasma. Nur damit du Bescheid weißt. Nein, ich denke, das gehörst du nicht. Nein, das tust du nicht. Ich glaube, dass N durchaus stärker ist. Und auch der Typ hier, der weise Typ dort, der hinten beschützt wird von denen, der dürfte auch durchaus stärker sein als du. Dann war ich mal zu behaupten. Blubstrahl, was auch immer das helfen soll. Oha, es hilft sehr viel. Ist ja ein Typ Boden oder ein Typ Kampf. Kann ich so genau nicht unterscheiden, die beiden Typen. Da bin ich nicht so gut drin. Ich höre schon in den Kommentaren. Hey Zwergi, der ist wohl Typ Kampf. Oder Boden, wie es halt so ist. Wie kannst du das nicht unterscheiden? So ein Schwachsinn. Es gibt doch klare Unterscheidungsmerkmale. Du Schwachkopf. Ja, ich kann es halt nicht. Ich kann es einfach nicht. Und gibt ja sowieso keine Kommentare. Hehe. Schreibt ja niemand was unter meine Kommentare. Die gucken einfach nur meine Videos und schreiben nichts. Ein bestes Beispiel. Knapp 100 Aufrufe. Auf ein Video. Und nicht ein Kommentar. Ja. Ich habe die faulste Community. Wie mit jeder, der hier das Video sehen würde, einen Kommentar hinschreiben würde, das wäre dann. Da wäre ich zufrieden. Zufrieden würde ich auch, wenn mein Pokémon ein bisschen länger halten würde. Da wäre ich auch ein bisschen zufriedener. Los, Lutz. Du setzt jetzt mal Samenbomben ein. Und das ist aber nicht Samenbomben, das ist Biss. Verstehst du nicht, was ich sage, oder was? Hm. Widersetzt er sich einfach. Nee, das war mein Fehler. Sorry. Ich habe die falsche Attacke gekickt. Oder dann das. Das war die richtige Attacke. So, Hammer. Lutz erreicht Level 26. Spieler besiegt Team Plasma Rüpel. Wenn mir jemand etwas wegnimmt, hole ich es mir auch wieder zurück. So wie ich vor der Kälte zittere, war ein Sieg irgendwie nicht zu danken. Auf meine Hinweise gehöre ich zu den Stärksten im Team Plasma. Nur damit du Bescheid weißt. Ja, ist klar, jeder gehört hier zu den Stärksten. Und was ja seid ihr alle. Alle kleiner Trainer mit ein, zwei Pokémon. Ich weiß, meine Pokémon sind auch noch nicht die besten, aber bitte ein Unrat-Hytox. Was ist denn das für ein Müllbeutel mit Augen und Armen? Sowas sich als Team-Pokémon zu nehmen. Na gut, ich finde das Pokémon auch lustig. Ich würde es mir auch als Team-Mitglied nehmen, aber nicht wirklich im Ernst zu meinem Sinne. Also nicht als einziges Pokémon. Hallo? Muss man doch irgendwie plemplem sein, wenn man nur einen Unrat-Titox im Team hat. Hallo? Was soll das? Was soll denn der Mist? Das bringt doch ja noch nichts. Ist doch nur Müll. Dein Team ist echt Müll. Weißt du das? Ich weiß, mein Team ist auch Müll, aber was? Er hat nicht mal ein Team. Ein Team besteht aus mehreren Persönchen oder Pokémon.
was bei ihm nicht der Fall sein kann. Oder ihr. Ich kann das Geschlecht dieser Rüpel sowieso sehr, sehr schlecht auseinanderhalten. Seltsam, irgendwie bin ich auf einmal so müde. Und du noch? Ich gehöre definitiv zu den Stärkeren, wenn ich das mal... Ach, Hals, Maul. Zum stärkeren Team das mal. Ja, ja, alle sind die Stärksten. Wer der Stärkste ist, zeig mir mal den Schwächsten. Kann mir jemand meine Schwächsten im Team das mal zeigen? Ich will nicht gegen die Stärksten kämpfen. Ich will mal den Schwächsten haben. Und da kann ich dann kaum gucken, wie schnell der besiegt ist. Und der dann irgendwie ein Level 1er Pokémon 1, also ein Level 1er Pokémon. Das ist dann einmal Tackle ein und dann ist das Ding lieber. Den bemerke ich gar nicht, dass ich gegen den gekämpft habe. Oh weil. Einsatz mit X, das war wohl nix. Jetzt muss wohl wieder Ben ran. Ich denke, Ben wird das hinkriegen. Dann geht das noch ein bisschen schneller. Aber meine anderen durften jetzt auch mal ein bisschen trainieren. An Team Plasma. Ja. Team Plasma ist auch ein gutes Team zum Trainieren. Gerade als wir uns in der Nacht vor dem Container versammelt hatten, um all die gestohlenen Pokémon zusammen wegzuschaffen, hat uns Zürner Nervensäge entdeckt und die Aktion ein Ende gesetzt. So, und der Letzte. Ich gehöre sehr wohl zu den Stärksten in Team Plasma. Och, Junge. Halt deine Schnauze. Ich will nicht mehr hören, dass du der Stärkste bist oder irgendwie... Der Beste oder der Größte. Du hast nur zwei Pokémon. Verstehst du das? Eins davon ist ein Kleopatra. Oder ein Kognada. Sorry, ich habe mich verlesen. Meine Güte. Mit einem Kognada im Team. Level 23 kann man nicht der Beste sein. Versteh doch mal. Schaff dich doch mal einen Pikulent an. Die sind, glaube ich, ganz gut, wenn du die trainierst. Ein anständiges Pokémon, nicht solche Unrat-Cheetoxe. Solche Müllbeutel hier. Kannst du ruhig, kannst du dir auch in die Tasche stecken, wie er seine Arme. Kannst du dir sonst wohin stecken. Und der Stärkste willst du sein. Dass ich nicht lache. Ben wurde verwirrt. Ja, ich bin auch ein bisschen verwirrt von denen hier. Aktiv. So, die haben wir besiegt. Guck mal, war doch nicht schwer, dich zu besiegen. Das ist, was will ich denn jetzt noch ein starker Gegner sein? Lang lebe Team Plasma. Ja, halt's Maul. Halt dein Maul. Lebe Team Plasma, kurz lebe Team Plasma, die werde ich hier alle, werde ich allen hier in den Arsch treten, dann werden sie hier, dann werden sie nicht mehr die Größten sein. Die Pokémon, die mit den Menschen in kooperieren, machen nach außen hin zwar einen vergnügten Eindruck, doch in Wahrheit leiden sie. Daran besteht für mich kein Zweifel. Und ich dachte, Team Sky ist doof. Sieh einer an. Da habt ihr euch aber ein kühles Örtchen als Versteck ausgesucht. Also dann, Männer, schnappt euch diese Pokémon-Diebe. Alles klar. Los auf. Puh. Und der sagt nichts.
Respekt, ihr seid gar nicht mal so schlecht. Ja, das sind wir. Also gut, versprochen ist versprochen. Kommt in meine Arena und stellt euch dort der Herausforderung. Machen wir. Ich habe für die Ziele von Team Plasma überhaupt kein Verständnis. Was für eine Schnapsidee, die Menschen von uns, die Pokémon voneinander zu trennen. Das liefe im Grunde darauf hinaus, dass die Pokémon für uns auf dieser Welt nicht mehr existieren würden. Was sind diese Kerle von dem Plasma nur für ein lästiger, bornierter Haufen? Komm, Zwergi, hier ist es so kalt. Lass uns lieber nach draußen gehen. Ja, Team Skull ist, also Team Skull ist schon schlimmer, muss ich sagen. Ewiges Eis, was rum man das bringen soll. In die Tasche verstaut. Ja, Team Skull ist schon das Schlimmste, aber die anderen, also Team Plasma nervt auch schon ziemlich dolle. Team Skull übertrifft das aber in weitem. Naja, ich weiß sowieso nicht, was ich mit diesen bösen Teams hier anfangen soll. Sind ja alle im Grunde gleich. Zwergi hat das Item Netzball gefunden. Zwergi verstaut das Item Netzball in der Itemstasche und verlässt diese Anlage hier sehr zügig. So, und im nächsten Part gehen wir dann zur Arena und werden einen weiteren Arena-Kampf meistern. Oh, ein AP plus im Müll gefunden. Ich habe mal ein bisschen im Müll rumgewühlt. Ja, im nächsten Part geht es an den nächsten Arena-Leiterkampf. Jetzt schon. Im letzten Part hatten wir doch einen Arena-Leiterkampf. So schnell geht das hier. Sofort wieder ein Arena-Leiter. Nach so unmittelbarer Zeit. Naja, machen wir das. Ich lade mal in der Zwischenzeit meine Pokémon aus und dann sehen wir uns. Dort hinten müsste die Arena sein. Dort hinten sehen wir uns dann bei der Arena am nächsten Part wieder. Das ist nur eine Kapelle. Und da seht ihr so, sie schon so ein bisschen. Ja, da ist die Arena. Jo, ich setze mich hier vor der Kirche einmal hin. Was, ich kann mich dann hinsetzen? Na gut, da stelle ich mich neben diesem Wanderer und sag euch, gehabt euch wohl, habt noch einen angenehmen festlichen Tag. Gehabt euch wohl, hab ich dann schon gesagt. Ja, haut, renne. Seit einem ganzen Part nicht mehr. Seit einem ganzen Part. Ist heute auch schwer mit dem Sprechen. Da Turner, den heiß. Na bah. Da Turner den hiesigen Schiffsverkehr kontrollieren, obliegt es auch ihm,